Jo, moin, Flüten und Heuber, lieben Landratten und Rätchen, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Bounty Train, zusammen im guten Valvo. Hallo. So, wir sind auf dem Weg zurück nach Omaha, mal wieder. Geben jetzt gerade unsere zwei Passagiere in St. Louis ab. Plums. Bisschen Nahrung mit. Jo, 36 leckere Tönnchen. Weil die stecken schon wieder. Schon wieder kein Material mehr. Ja. Das nächste, was ausgeht, ist dann Öl. Ja, stimmt. Noch anderthalb Wochen. Nee. Und noch weniger. Zwei Tage. Wir haben doch nur noch mal drei Öl und zwei pro Woche verdiensten die. Ja, sie verbrauchen zwei pro Woche, wir haben drei. Also in der Theorie könnten sie schon anderthalb Wochen damit auskommen. Ja, das haben wir vorher auch gesehen, das ist ja nicht so. Leider. Schlechte Programmierung, dafür kann ich ja nichts. Nee, du könntest doch einen Waggon dazu kaufen und vielleicht schauen, ob es da Öl gibt. Und dein Waggon. Ja, aber schau erstmal, ob es Öl gibt, sonst macht es ja keinen Sinn. Wir können ja auch noch Nahrung dazu stopfen. Wenn es das gibt. Öl gibt es hier nicht. Ich glaube, Öl war hier in dieser Gegend sowieso ein bisschen rar. Das ist die Nahrung, kommt ja auch nicht. Memphis. Müssen wir wieder zurück. Ansonsten. Indianapolis ist ganz woanders. Cincinnati ist auch wieder ganz woanders. Also nicht zumindest der Weg, wo wir jetzt hin wollten eigentlich. Detroit ist auch wieder weiter weg. Also um Omaha herum ist kein Öl. Hm. Leider. Ja, ist blöd. Hm. Sollen wir den Umweg machen, die eine Stadt zurückfahren? Zurück nach Memphis nochmal. Wäre zumindest sehr günstig mit 19. Kann man machen, aber wir hatten jetzt hier, glaube ich, keinen großen Waggon, sondern nur den 8er als größten. Wenn dir der langt. Na, schwer gepanzerter Wagen ist nicht gut, weil der ist sehr schwer. Wie der Name schon sagt. Ist das auch ein schwer gepanzerter? Ein leicht gepanzerter mit 8 hätte ich noch im Angebot. Was war sonst noch? Ja, nix. Es waren ja drei. Es war der schwere, der leichte und da war noch einer, oder? Welchen siehst denn du noch hier? Den da, den 10er? Ah, der 10er, warte. Wäre doch besser, oder? Wäre ein bisschen leichter. Warte, über den. Können wir noch knapp 12 Tonnen laden? Müssen wir gucken, ob das Öl nicht vielleicht sogar zu schwer wird dann. Ja, vielleicht reicht. Reicht ein paar Tonnen. Oh, der Kuckucksclan, die kommen wieder, gell? Wo sind wir da unten? Ja, wobei mit Öl dabei sollten wir vielleicht nicht die Leute angreifen. Ah ja, wie es war. Ah, ist okay. Wir sammeln doch schon für euch. Ich schon noch drei Ziegel. Nein. Ja, schau, 10. Passt. Ist der Waggon jetzt voll, oder? Nee. Aber also ja, der vom Platz her ja, aber von den Tonnen nicht. Das heißt, wir könnten ihn nochmal aufwerten und dann nochmal vielleicht eine oder zwei mitnehmen. Der hier. Ja. Ja, so viel brauchen wir nicht, aber gut. 4 Einheiten mehr. Guck mal, wie viel wir kriegen. Oh. Nein. Eben. Und dann noch. Zwei ausgereicht. Zwei Nahrung. Nahrung geht auch nicht mehr. Nee, wir sind voll 124,2 von 124,3. Ein Brief passt vielleicht noch rein, aber sonst was. Der Brief, ja, aber mit Briefmarke, uiuiuiui. Wird schon schwer. Nee, ist aber auch wieder in die falsche Richtung. Und Passagier? Eine Bank wäre hier, da können wir ein Depot abgeben, das wäre schon wieder ready. Wo siehst du nee, hier eine Bank? Doch nicht, Hospital. Ups. Achso, okay. Und ein Level-Up hätte der Henry. Der Henry. Der gute Henry, Unterweltlichkeit. Ja. Passt. Henry Bishop.
Level 29 ist er schon. 29? Level 29 war der. Achso, okay. St. Louis zur Bank? Jo, wäre jetzt so meine Idee. Liegt er auf dem Weg. Knappheit ist in St. Louis. Was für eine Knappheit? Bank. Ich überlege nur gerade. Ne, das ist noch die Anlieferung, das geht ja automatisch. So, abheben. Jo. Müssen wir nochmal verlängern? 50 Tage haben wir. Ja, sollten wir vielleicht mal machen. Ja. Es zieht sich ja alles doch ewig. So. Geld einzahlen. Ja. Und dann die restliche Teilstrecke nach oben. Was ist denn hier los? Steigen die Preise für Öl, steigen die Preise für Alkohol. Wieso gibt es denn zwei verschiedene Symbole für steigende Preise? Das muss man jetzt auch mal erklären, ey. Der Hengst. Ah, mein Volk braucht dringend Geld. Kannst du uns 330 aushelfen? Dafür gibst du 5 Ansehen. Ja, komm, das bisschen Kleingeld. Da gibt es schon wieder den Sitting Bull hier. Ja, wir sind voll, Freunde. Ansehen minus 18. Ja, die sollen uns halt nicht so oft angreifen. Dann klappt's auch besser mit dem Ruf. Der Sitting Bull hat, also die können auch kein Geld verdienen, wenn der nichts zum Verkaufen hat. Ne? Also. Ja, wenn der nur rumsitzt. Ja, wir haben aber noch ein Fläschchen, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Fläschchen im Inventar, das wir nicht verwendet haben. Ja. 3 sogar. 3 Fläschchen, Arno. Was ist denn da los? Wie jetzt? Wir hängen halt richtig an der Flasche, ne? Intelligenz gibt's irgendwie kein Trank. Welcher Trank macht den intelligent? Bier. Willst du sagen, mein Alkoholkonsum bringt gar nichts? Ich wollte es dir nicht sagen, aber eventuell. Was? Aber es hilft, die Realität zu verdrängen. So, ja. Ich weiß nicht, 2 Einheiten Stoff oder 2 Einheiten Tabak. Pff. Ich sehe uns da nicht so wirklich. Nö. Willen, ey. Den können wir auch wieder mal reparieren dann, Alter. Ist das jetzt wieder so ein Überfall oder nur? Ja, okay. Die gute Gastfreundschaft. So, habt ihr hier noch irgendjemanden? Nee. Öl! Wieso können wir jetzt 2 Tonnen Öl noch mehr mitnehmen? Haben wir irgendwas verkauft? Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt auf einmal wieder mehr Lagerplatz haben. Hatten wir einen Passagier an Bord und das ging sie nicht aus? Ne, fehlgeschlagen ist auch nichts, oder? Nee. Gut dann. Okay. Ich meine, nimm es gerne immer mit, ne? Hast du Whisky? Nee, steht hier vorne. Nee, steht auch nichts. Schon Waffen. Kannst du Öl saufen. Ja, genau. Ab einem gewissen Pegel merkst du es auch nicht mehr. Ist das so? Nein, hier machen sie ihr neues Geschäft, okay. In Banditen da gibt es massig Waffen und Juwelenzonen. Liebes Spiel, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Willst du jetzt sagen, jetzt kriegen wir zum ersten Mal die Info, was es im Banditenlager gibt, im Zivilistenlager. Wow. Stimmt. Im Zivilistenlager kriegen wir Info, was bei. Merkst du was? Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Erweiterung hat ein paar Bugs, aber hey.
Na gut, okay. Die Preise sind äußerst günstig. Wenn dich der eine oder andere Blutfleck nicht stört, gleichzeitig fehlt dir ständig an Tabak und Nahrung. Komm her, wenn du ein neues Schießeisen brauchst. Okay. Charles. Unterwältigen. Charles Brown. Da steht ein bisschen Nahrung. Noch mehr Öl. Haben wir zu viel Platz? Kann man noch mehr Öl lagern? Ich habe auch gerade gedacht, mal gucken. Aber nee, ja. Sorry, Freunde. Sorry, Banditen, Zivilisten, was auch immer, Lager. Vielleicht sind es ja ehemalige Banditen, die jetzt Zivilisten geworden sind. So, hier habt ihr Stahl. Öl. Nur 14? Nahrung. Nahrung? Moment mal eben. 14 wird schon passen. Wir waren ja voll mit Nahrung und haben dann diesen einen Waggon gekauft, der 14 tragen kann. Achso, okay. Oder was meinst du? Ja, nee, ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir mehr dabei hätten, dass wir auf 20 hätten auffüllen können, aber passt schon. Okay. Wir hatten halt vorher 12 dabei und dann irgendwann gingen doch 14. Das war das Komische. Aber hey. Bim, 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 bim. Lieferung von Öl brauchen wir selbst, Freunde. Wir könnten Ziegel nach Moines bringen, das ist direkt neben uns. Jo, moin. Jo. Nachdem wir jetzt heute schon wieder 15.000 Dollar hier rausgehauen haben. Können wir uns ja wieder was mitnehmen. Ich glaube, die haben Nahrung in des Moines. Dann nehmen wir die mit auf den Rückweg. Du kannst dir den einen Waggon wieder da lassen, den 14er. Okay. Ist eigentlich die Frage, ob wir die Annahmen hier einfach jetzt mal durchreparieren, schnell. Ja, wobei, ja, wir müssen in 2 Tagen in Des Moines sein, das geht dann nicht aus. Warte mal, wenn wir das so machen, Des Moines ist es ja wirklich nur nebenan. Ja, mal durchreparieren. So. Und wenn wir dann, ja, mein Gott. Kann das Spiel nicht eigentlich so sagen, wenn... Ach, Mann. Dann soll doch einfach Walter vorne einsteigen, wenn James schon nicht mehr dabei ist. Ja. Wieso kann ich gerade gar keinen in den Zug einpacken? Weiß ich nicht. Oh, warte mal, dann melden muss der vorne noch raus. Ah. Eine Steuerung, die man liebt. So, 10 Stunden geht sie aus. Dann machen wir das mal schnell fertig. So, Freunde, hier sind eure Ziegel. Was habt ihr noch so für Aufträge? Schmuck, Detroit. Detroit ist nicht schlecht. Und Schmuck, haben wir irgendwo Schmuck in der Nähe hier irgendwo? Oh Gott. Naja, wir haben halt jetzt keinen Begleitwaggon. Ja, ja, ich würde auch erstmal zurück nach Omaha. Ich würde nur gucken, was man vielleicht als Folgeauftrag mal alles mitnehmen kann, schon mal. Okay, 81 Tage Zeit hätten wir. 19. Ja, doch, komm, nehmen wir mal mit, das gutes Geld. So. Dann packen wir hier nochmal ein oder Nahrung. Also hier können wir noch gucken, ob wir was mitnehmen. Memph vorschieben. Cincinnati, ne. Dann wieder zurück. Ne, lesen ist aber relativ zügig. Der Zug hier wieder unterwegs. So. Ja. Reparieren wir auch noch mal eben 16 Stunden, wunderbar. Der hat aber auch echt nichts zu tun, der hat ein Zehntel gerade mitgehabt von seiner Kapazität, glaube ich. Also, der fadisiert sich. Also wir lassen jetzt den 14er hier stehen, ja? Hätte ich gesagt, oder? Also ansonsten könnte man den Passagierwaggon hier lassen und den 14er noch mitnehmen. Das gleicht sich, glaube ich, vom Gewicht relativ dann aus. Suchst ja. Der aus.
Wir auch machen. Weil tendenziell brauchen wir, glaube ich, eher die Waren als die Leute. Passagiere, oder? Sind der Menschen nicht so wichtig wie Güter? Hallo, hallo. Ja, ich sag mal so, ich habe Speditions- und Logistikkaufmann gelernt und nicht Sozialpädagoge, ne? Also. Klare Antwort. Ich weiß noch, in der ersten Woche der Ausbildung heißt es, ja, willkommen bei der Ausbildung zum Speditions- und Logistikkaufmann. Ihr wisst ja, wenn ihr Hamburger Kaufmann seid, ihr seid ehrliche Kaufmänner. Und wenn es heißt, ihr verkauft eure Großmütter, dann verkauft ihr eure Großmütter. Aber ihr nehmt das Geld dafür. Das war einer der ersten Sätze, ja. Okay. Anno, da sehe ich mich. Wo muss ich unterschreiben? Schön. Und für alle, die sich fragen, nein, mein Nummer ist immer noch da. So. Das sagt er nur so. Ja. Guck mal, kommt wieder nach. Na. So, now. Oh, schon wieder Stahl. Zack. So. Okay, wir haben jetzt mal 4 Wochen Ruhe. Ne, 3 Wochen nur, wegen Ziegel. 3 Wochen nur. Okay. Das heißt, Ziegel wird das nächste. Ziegel wird das nächste. Und von denen, warte mal, das sind die Anlieferungen, die lassen wir weg. Und wir müssen Schmuck 15 Einheiten nach des Moines bringen. Und die 15 Einheiten Schmuck waren in St. Louis, glaube ich. Ja. Weil die Ziegel, die ankommen, die kommen erst nach 3 Wochen an. Das ist blöd. Also mein Weg wäre jetzt, wir fahren nach St. Louis, laden da 15 Einheiten Schmuck ein für den Auftrag und hätten immer noch 35 Platz für Ziegel. Mhm. Könnten da die 27 Ziegel mitnehmen. Ja. Sofern der Zug das für dein Gewicht her passt. Aber das würde ich so, denke ich mal, eine gute Reihenfolge noch. Indy sind sie St. Louis. 17 Tage. Unser Zielpunkt nehmen wir mit. Was ist denn das überhaupt? Stahl. Her damit. So, und dann düsen wir ab. Guck mal, einer, wir machen schon $420 einfach nur mit unseren Dienstleistungsbetrieben. Ich meine, keine Ahnung, wie weit das Spiel das getrieben hat, aber theoretisch müsste doch 1864 im Westen einfach so ein typisches Bordell. Mhm. Muss das hier nicht eigentlich auch irgendwie als Dienstleistungsbetrieb irgendwie erwerblich sein? Wieso Bordelle kaufen, Mann? Hey, also nach dem Einspiel von gestern, was wir hier gespielt haben, ist das jetzt nicht, glaube ich, ansatzweise so schlimm wie... Bist du auf den Geschmack gekommen, meinst du? Total. So, was mir übrigens gerade aufgefallen ist, die Fraggles sind gar nicht mit dabei, das ist eigentlich nur wir. Aber okay, auf dem Rückweg nehmen wir die dann wieder mit. St. Louis, hier wollten wir den Stahl loswerden. Dann sind wir das mal weg. Ziegel nach Memphis, Anlieferung Medizin, alles irgendwie nicht so die Richtung, die wir wollen. Okay, so, dann einmal 15 Tonnen Schmuck. Schmuck. Und der Rest mit Ziegeln. Okay, wie viel kannst du denn mitnehmen? Weniger als erwartet. 21, okay. Okay. Ja, geht auch vom Gewicht her, geht überhaupt nichts mehr, dass wir noch was anderes mitnehmen. Shorty. Schau nochmal zum Bahnhof. Ja. Es ist der Bruder, falls ich das wieder frage. Ja, okay, ja, das triggert mich jedes Mal in diese Farbe. Aber ich war auch getriggert in Mobile oder so vorhin, da stand der Michael rum, wo ich dachte, wer war denn jetzt nochmal Michael? Aber das war der andere Bruder. You read. Den Jerome kennen wir, glaube ich, auch schon. Crosby. Ja. Ja. Nee. Hat zumindest ein Update bekommen, glaube ich, von seinen Fähigkeiten. 27, 22? Ja. Naja. Ich will jetzt keine Excel-Tabellen, ja.
Aber Händler oder Plünderer, keine Ahnung, was das ist. Nee, muss nicht sein. Giftpfeil. Allein er hier sieht nicht aus wie ein Bogenschütze, oder? Also, come on. Ich glaube dem ja vieles, aber Bogenschütze? Ich glaube, da hat er den Bogen raus, wenn es ums. Keine Ahnung, Leute über den Tisch ziehen geht oder so. Das kann sein. So, 10 Tage brauchen wir, 14 haben wir. Das passt sich ja wunderbar. Dann rauf damit. War ja abzusehen. War ja klar irgendwie. Oh, ich weiß, woher wir das Gewicht vorhin bekommen haben. Deswegen wir die 2 Einheiten Öl mitnehmen konnten. Gucken wir unseren Kohleverbrauch an, wenn der Zug so schwer beladen ist. Das ging gerade verstehe. Das erklärt's, ja. Okay. Wie sollen wir uns denn jetzt schon wieder treffen, Mann? Mit Clark schon wieder in Omaha. Sir, der Bau schreitet beeindruckend gut voran. Ja, nachdem wir uns mal eingemischt haben in diese Faulenzerei da drüben, ey. Aber ich fürchte, oh, jetzt geht das wieder los. Immer dieses Komma aber, das ist immer ganz schlimm, ey. Aber ich fürchte, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir jemanden brauchen, der sich um die Maschinen der Fabrik kümmert. Und rate mal, wer das sein wird. Wir müssen den wieder organisieren. Ja. Ja. Das wird der nächste Fachkraft-Typ sein. Genau, die nächste Fachkraft, ja. Jemanden, der zuverlässig die richtigen Teile auswählen und einbauen kann. Ach, die müssen wir dann auch noch ständig mit neuen Teilen versorgen oder was? Ich habe von einem talentierten Ingenieur gehört. Sein Name ist William Palmer. Hatten wir nicht auch einen Bruder, der Ingenieur war und irgendwie Stahlwerke und all den Scheiß hatte? Kann der dann nicht? Der ist halt nicht so talentiert. Ach so, klar. Und er ist derzeit nicht weit von Omaha entfernt. Vielleicht könnten sie ihm diese Position anbieten. Er wäre perfekt für den Job. Mhm. Frage ihn doch selber. Mann. St. Paul. Okay. Okay, ja, passt. Steckt das jetzt wieder so weit? Also kommt jetzt wieder die Quest nicht voran? Weiß ich nicht. Hm. Also bei dem Arzt war es ja so, wir hatten ja den Arzt erstmal mit diesem ganzen Personal versorgen müssen. Mhm. Und währenddessen kam es halt dazu, dass zweimal diese Pandemie ausgebrochen ist. Es kann natürlich sein, dass dann jetzt der Clark irgendwann sagt, jo, die Maschinen sind kaputt gegangen, wir können nicht weiterarbeiten. Wenn man das vergleicht mit mhm. dem, was während des Arztquests passiert ist. Irgendwie sowas. Mhm. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, das haben wir das mal abgegeben. Es gibt hier schon wieder ein Feuer in Pittsburgh. Jo, Pech gehabt, ne? Der ist uns zu weit weg. So, wir haben noch die Ziegel dabei, die bringen wir nochmal eben rüber. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie was Nahrungsmäßiges oder so? Ja, hier, guck mal. Packen wir die auch noch mit ein. Ziegel habt ihr nicht, dann nicht, dann nicht, dann. Waffen. Omaha mag Waffen. Aber unser Zug nicht. Na, müde. Sorry. Kein Ding, alles gut. Warte, haben wir den, ist Moines jetzt den Anhänger oder wo haben wir den stehen? Hä? Welchen? Für unsere Leutchen, dass wir die mal wieder einladen. Den Anhänger haben wir dabei, aber die Leutchen selbst stehen in Omaha. Okay, ja, das ist okay. Gut. Das ist aufgesprochen. So, oh ne, warte mal, wo ist hier der Clark? So. Stahl. Ziegel. Nahrung. So, was haben wir jetzt noch an Bord? Ziegel. Haben wir zu viel Ziegel jetzt? Oh. Ja, der Bau der Schienenfabrik wurde vorübergehend eingestellt. Mhm. Juhu. Geil. Das ich hoffe, die Sachen, die ich denen jetzt aber gerade gegeben habe, die werden dann wieder angezeigt. Hoffentlich, ja. So, Walter, du gehst mal nach hinten. James, du gehst nach vorne. Melvin, Rodervogel, Henry,
5. Noch 7 Waren an Bord? Was haben wir denn noch? Ich sehe hier gar nicht. Hinten da, Waffen. Im dritten? Naja, Waffen waren da noch. Wo wir gesagt haben, die akzeptieren sie, die nehmen wir mit. Warte, so. Zack. Ja, jetzt sind wir wieder wunderbar leer. Wir sind auch wunderbar am Folgenende angelangt, würde ich sagen. Und dann fahren wir beim nächsten Mal nach St. Paul, um da den Palmer zu holen. Beziehungsweise, der will garantiert eine Aufgabe erfüllt wissen, bevor er mitkommt. Ja, bestimmt, der mag sicher seine Maschine nicht allein lassen. Da müssen wir sicher Öl anliefern oder so, dass die noch funktionieren. Oder wieder Arbeitskräfte. Und da fahren wir keinen Personalwaggon dabei. Oh Gott. Wir wissen doch jetzt schon, ey. So können wir nicht einfach unseren Bruder engagieren, so wie du gesagt hast. Es wäre so viel einfacher. Also ich muss sagen, vielleicht nicht der Beste, aber das Addon enttäuscht mich jetzt so ein bisschen an dieser Stelle. Es zögert eigentlich nur alles hinaus gerade. Es fängt an, sich zu ziehen, ja. Weil ständig nur Ziegel und Nahrung und dann alle 4 Wochen mal Stahl einwerfen hier, das ist jetzt nicht so der Entertainment-Faktor, finde ich. Trübt so ein bisschen den Eindruck von dem sonst bisher ganz guten Spiel. Ja. Ui. Sie hätten es ein bisschen kürzer machen können, also diese 100% zu erreichen ist schon ein bisschen krass, also da hätten sie auch sagen können, was weiß ich, man macht halt einen höheren Fortschritt, man hat halt 5 Fortschritt pro Woche, 5% und nicht 2. Dadurch würdest du schon mal schön runterkürzen. Ja. Und dann brauchen die auch vielleicht nicht so viele Einheiten pro Woche. Ja, das ist eigentlich, dass immer wieder irgendwas passiert. Bis ab einem gewissen Punkt hier eigentlich ständig nur an die Wochenvorräte auffüllen und ja. Weiß nicht. Nach dem Hauptspiel finde ich das wirklich einen ziemlichen Downer hier gerade. Mhm. Aber naja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht? Natürlich machen wir es trotzdem noch zu Ende. Wir sind jetzt bei 44%, also knapp der Hälfte. Den Rest machen wir noch fertig, aber trotzdem würde man in die Kommentare schreiben, wie ihr es so seht. Vielleicht findet ihr es ja auch total unterhaltsam. Keine Ahnung, wie wir uns hier abquälen. Lasst sie schwitzen. Unsere tollen Kommentare reißen es halt raus. Ja, genau. Oder so. Guti. Jo, dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Ich bedanke mich beim Valve fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Guck mal, die fragt sogar, wann fährt der nächste Zug nach San Francisco? Ja? Das wäre doch mal Deep West und so weiter. Ja, ich glaube nicht, dass 5 Jahre danach noch groß was kommt. Ja, das deckt man sich bei 7 Days to Die auch. Ja gut, manche Spiele dauern länger. In den Phasen. Vielleicht haben sie voll das Riesenpotenzial für die nächste Erweiterung mit San Francisco und sind da eifrig am Tüfteln über Jahre hinweg. Ich ahne was. Oh, sie könnte eine neue Großbaustelle bedienen, die Golden Gate Bridge. Yeah, yeah. Sammeln sie 20.000 Steine. Oh Gott. 70 Tonnen Stahl. 2 Ingenieure statt nur einem. Mega. Cool. Ja, cool wäre es, wenn sie an einem zweiten Teil arbeiten würden, zum Beispiel. Ja, damit lässt sich reden, ja, auf jeden Fall. Wollte ich mir auch noch passt. Gucken. Okay, dann, ja, bis zum nächsten Mal. Hummel, hummel, muss. Tschüss.